Würdest du noch ein Kupfer produzieren Dingsbums machen? Ja, wenn du mir hier in die Nähe Kupfer bringst und... Ich hab's vor, genau hier neben dran Kupfer zu machen hier. Also hierhin zu Naja, leiten. ein bisschen Abstand lassen wir aber zwischen. Ja, du machst am besten einfach hier die Fabrik oder so und ich führe dann das Laufband von da oben her. Ja, Jetzt wird's Bengtan, mal du richtig. musst auch oben noch Strom hinbringen dann. Ach ja. Ei, 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 ei. Und Oh Gott, mir versuch fehlt immer die Kabel. Stromleitung nicht zu hässlich zu machen, also schon so ein bisschen strukturiert. Sonst bist du mental getriggert, oder was? Ja. Kann ich gut verstehen. Versuch auch möglichst symmetrisch zu bauen. So, Schmelzofen, Weiß schon, dass wir uns Constructor. tierisch gegenseitig zerfleischen werden. Oh ja. Hundertprozentig. Aber das ist alles Wo mega sehe ich, teuer. ob ein Powerpole irgendwie mit irgendwas verbunden ist? Das ist mit noch nichts verbunden. Meinst du... Hä, was meinst du jetzt? Ah, die Stromleitungen. Du musst die selbst mit einem Kabel verbinden. Hier. Das hier, du kannst erst den Strommast bauen und dann musst du den noch mit Ja, dem Strom aber woher verbinden. weiß ich, dass die in der Reichweite ist? Ich glaube, es gibt keine Reichweite an sich. Also, es geht auf jeden Fall, du kannst ziemlich viel Platz zwischendrin lassen, aber ich würde jetzt nicht hochgehen und ein einziges Kabel ziehen. Aber. Also Dann setze ich bitte. den Super hier hin. Und wie verbinde ich die jetzt? Hallo, du guter E. Du kannst auch einfach unten müsstest du eine Schnellwahl haben. Ach, die Auf zwei 1, 2, meinst du? 3 und 4. Ah. Ja, die 2 ist Ah, ja. Stromleitung. Und man kann mit einem dieser Masten vier Sachen connecten. Ach, mir fehlt immer noch. Oh Gott. Kein Ich brauche noch mehr Kabel? Kabels. Ja. Kling, 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 Kupfer, Kupfer, Kupfer. So, Verstehe ich auch die na? ganze Mechanik mal hinten dran. Nur, ich verbinde mir mit. Ach, ach. No. Ah, endlich Symmetrie. Okay, nicht wirklich. Ausreichend. Kann ich noch anbauen? Ja, ich habe die Rohstoffe dafür. So, jetzt brauchen wir hier noch irgendwo einen Strommasten. So, der kommt jetzt ganz da oben hin, mein Strommast. Hier schön mein Strommast. Ich finde es schön, wie diese Automate zu meiner Dings. Ja, wunderschön über dem Felsen hervorragend. So, hier könnten wir noch einen Strommast bauen. Hier noch einen und da noch einen. Wie, das reicht nicht von der Distanz. Es reicht. Es reicht. Na, geht das Wires direkt hier rein? locken. Nee. Nee, Dann kommt okay. hier noch einer hin. Das heißt, hier hinten auch noch einer. So, jetzt habe ich hier. Da. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den hier verbinde und schon. So, Kupferbarren. Der produziert jetzt. Yay. So, jetzt musst du das nur noch hierher verbinden und hier ist alles schon soweit Unterwegs. bereit. Ba, ba, ba. Bam, bam. So, Organisation, brauchen wir noch einen Lagercontainer, den ich mir nicht leisten kann. Dafür bräuchten wir noch ein paar Eisenstangen. Die Sache ist, wir haben jetzt schon so eine mega fette Eisenüberproduktion mal wieder. Passt. Also an Platten haben wir definitiv zu wenige, aber
An Eisen an sich haben wir eine Überproduktion. Da kommt unser Schmelzofen einfach gar nicht hinterher. Aber das ist normal. Das passt schon. Das muss so. Jo. Ah, jetzt. Ich hab mich schon gewundert, wo die, mein Laufband bleibt. Naja, jetzt muss ich nochmal Neues holen gehen. Neue Platten. Ich hoffe, wir haben noch. Take all. Platten haben wir noch, ja. Ja. Und von dort oben. Ah, da kommt schon das Kupfer. So. Schön. 25 Maschinen. Wir wollen jetzt ungefähr gucken, dass es halbwegs. Ah! Fick dich, du scheiß Viech! Au! Ich bin nicht bei der Tod. Töte es! Töte es, bevor es mich tötet! Ist schon tot. Ja. Ah, süße Leich. Ja, was? So, connecting. Und ist das schon auf dem Weg? Ja, perfekt. Oh, müsst du gleich da sein. Yay. Gleich könnten wir hier für Limestone auch noch sowas machen, weil wir brauchen jetzt auch gleich mehr Beton. Jetzt zwar noch nicht so viel, aber das wird noch eine Menge. So. Meiner MK1. Wo ist dein Output? Ich will dein Output sehen. Das Gute ist, wir schaffen es ziemlich schnell, das mit Kupfer hinzubekommen. Die Drähte sind schnell gemacht. Ich habe jetzt schon mal ein klein wenig was reingetan. Habe ich eigentlich Beton? Ja, habe ich. Ein klein wenig davon brauche ich auch noch. Stimmt, ich habe noch gar keine Fabrikstraße dafür. Warte, wird Beton? Wird direkt im Crafter gemacht, glaube ich. Kann man eigentlich. Wie nennt man das? So eine Linie, so ein Laufband, Rollband, wie auch immer. Kann man den eigentlich so splitten, dass so halb-halb lang läuft? Ja, das geht, aber nein, noch nicht. Und zwar noch lange nicht. Für uns. Das dauert noch. Weil ansonsten hätte ich gesagt, sollten wir am besten jetzt nie beim Kupfer ein bisschen Platz lassen, damit man quasi direkt dran das gleiche nochmal bauen kann. Aber das würde ich nicht machen, weil viel früher bekommt man das mit dem Overclocking. Das heißt, wir können dann einfach unsere Schmelzerei auf 300% oder 250% an Speed packen. Ja, das macht natürlich. Vor allem, das schaffen die Laufbänder schon gar nicht mehr. Alles über 200% schaffen die Laufbänder Level 1 schon nicht mehr. Deswegen. Alles klar. So. Da hätte ich ein bisschen mehr Platz lassen können eigentlich, aber ja gut. So, Beton. Ach man, ich brauche jetzt noch mal ein paar Laufbänderchen. Nee, das wollte ich nicht. So. Na? Reicht das? Ich kann es immer noch nicht leisten. Ah! Und ich brauche noch ein paar Eisenplatten. Ja, ich auch, aber es sind nur noch 4 Stück drin. Ich war nur noch 4 Stück drin, die habe ich jetzt. Gar nicht schlimm. Ist das dein verdammter Ernst? Muss ich mir jetzt noch per Hand welche machen? Ja, anscheinend schon. Dann kommt so langsam auch Beton. Ach so, nee, du hast das noch gar nicht connected. Ja, ich brauche noch.
Ja, da sieht man, wie das am Anfang ist da. Ja. Die Schmelze ist halt ziemlich langsam. Ja, ich glaube, das liegt doch nicht an der Schmelze, es liegt doch... Ah, doch, wahrscheinlich eher an der Schmelze. Doch, es liegt an der Schmelze. Ich dachte am Crafter-Ding, aber... Man ja, aber sieht, das ist ja noch gar nicht ausgelastet, der Crafter. Ja. Man sieht, beziehungsweise ich sehe es. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal diese scheiß Teile verbinden kann. Regt mich so mental auf, dieses halbe Stück, das fehlt. Dieses gottverdammte Treff. Ah, dein Ausraster, so schön. Das ist so, es triggert mich mental. Es triggert. Das ist so, nee, nee, nee. Man muss noch 2 Sekunden warten. Oh, dann noch 2 Sekunden. Nee, nee, nee. Schön, deswegen mache ich gerade ein paar von diesen Platten selbst. Beziehungsweise erstmal Eisenbachen einfach selbst. Und zwar 100 Stück. Ich habe keinen Eisenkran, deswegen. Ja, ich habe mir das einfach aus dem Ofen geklaut. Oh. Surprise me touch. Okay, wisst ihr das? Mach ich jetzt auch. So, jetzt erstmal ein paar Eisenstangen machen. Denn ich mache dann einfach das, beschleunige das Hub-Upgrade, weil wir einfach nicht schnell genug sind. Was unser automatisches Zeug angeht momentan. Es dürfte noch ein bisschen dauern. Was willst du upgraden? Ich hab grad nicht irgendwie... Und hier beim Hub-Upgrade will ich schon einbezahlen. Siehst du doch oben auch in der Ecke. Schon, ah, wie viel das kostet. Ja. Ach, wir haben immer noch nicht das Zeug hier. Ja, ich weiß. Erinnere mich noch einmal dran und ich komm rüber. Scheiß doch mal um. Aber jetzt sollte es reichen. Wir haben das immer noch nicht hier. Ah, okay, ja, gut dann. Es reicht. Nein. Jetzt ist der Weg zu lang. Verstehe. Ja, man kann immer nur eine gewisse Menge von diesen Teilen am Stück bauen. So. Das ist zwar extrem hässlich hier an dieser Stelle, aber wisst ihr was? Es ist mir scheißegal. Das hat mich frustriert, okay? Okay, das ist echt unglaublich hässlich. Verbindest du das mit dem Stromnetz, oder? Ja, mach ich. Alles klar. Was brauchen wir denn? Beziehungsweise... Forschungs-Milestones. Haben wir doch schon. Wir müssen doch jetzt nur noch einbezahlen. Ah ja, ich seh's. Dann heute ist es. Wie mir das halt jetzt erst auffällt, weil ich mal arbeite daran, das Zeug zu bekommen schon seit einer Ewigkeit. Ja, siehst mal, wie langsam du bist. Oh yeah. Oder wie unaufmerksam du bist. Nein. Du. Das sind falsche Schlussfolgerungen. Fake News. Genau. Die Sache ist, ich glaube, so langsam brauchen wir wieder neue Biomasse. Ah, ich gehe gleich sammeln. Ich mach zuerst mal ein bisschen Kupfer. Falls du da Kupferdrähte nachfüllen willst, das brauchst du nicht. Die stellen wir schnell genug her. Die Eisensachen sind eher das Problem. Dann mache ich halt gottverficktes Eisen! La. Stimmt, Beton könnte ich auch noch ein bisschen herstellen. Ach, das hast du schon abgeschlossen, das mit dem Beton. Ja. Ah, okay. Siehst du mal, wie unaufmerksam du bist. Aha. Ich gehe mal ein bisschen natürliche Rohstoffe sammeln. La. Wir vernichten die Umwelt, indem wir Bäume und so weiter oder Gräser abrasen. Ja. Ja. So könnte man sagen. Gräser, ich grase Gräser ab. Okay, lassen wir es doch lieber dabei. Wir nennen es nicht so. Das hört sich scheiße an. Das hört sich extrem scheiße an. Wir sammeln Biomasse. Perfekt. Und ich glaube, ich lasse jetzt einfach erstmal die Maschinen das machen. So. So, jetzt noch ein bisschen Eisenbachen. Ganz ehrlich, die Maschinen arbeiten mir einfach ein bisschen zu langsam. Mir auch. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen beeilen.
Sache ist, es ist auch sehr fragwürdig, wie man später dieses Overclocking-Upgrade bekommt. Und zwar, wenn du unterwegs bist ein bisschen, siehst du vielleicht irgendwelche solche grüne Teile leuchten manchmal. Irgendwo in der Ferne. Ja. Also, ich meine jetzt nicht dieses Giftgas oder was das ist. Nein. Das sind Schnecken. Und die verarbeitet man dann später weiter. Die kann man aufsammeln und die verarbeitet man dann später weiter zu so einer Art Batterie, die für Overclocking da ist. Genial. Absolut genial. Oh, da ist ein Tier. Hier ist ein Tier. Oh, die Schnecke brauchen wir unbedingt für Upgrades. Und hier ist meine Schneckensammlung. Hier ist meine Schneckensammlung. Oh, Schneckensammlung. Ja, gib mal her. Stell dir mal vor, so würde das beim Rechner funktionieren. Du gehst hinten, sammelst ein paar Schnecken im Garten, schmeißt die voll ins Gehäuse und sagst, Overclocking. Du hast die Ehre, die letzte Eisenplatte reinzuschmeißen, weil ich keine mehr habe. Hab. Nice. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Building Biomass Burner. Building Space Elevator. Equipment Object Scanner. Equipment Beacon. Motivational Message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Ich bin da mal weg. Additional knowledge. Max, du gehst jetzt ins Weltraum? Nee, geht nicht. To along Fixit approved protocols. Aber ich kann nur so viel sagen. The oh, man provides okay. The opportunity to send ich lasse ihn reden. Of xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards. Note. Future developments should be aimed at constructing the space elevator and ach, thus initiating the project assembly. Nee. Good luck. Nee. Was ist es? Hier dran kann man Forschung machen. Ah. Okay, cool. Jetzt. Ach so, hier warst du. Ah ja, okay. Aber das ist glaube ich eins, ja genau. Daran kann man Forschung machen. Und das Coole ist, wenn man später eben diese also daran forscht man nicht dieses Zeug, was immer 5 Minuten dauert, was ich gemeint habe, sondern daran kann man nur eben ein paar Ressourcen, die man in der Welt findet, erforschen. Hier dran an unserem Hub forschen wir dann jetzt gleich einfach weiter. Guck, wenn du jetzt hier bei Stufe 1 bist, Hilfsmittel und das kann man eben einzeln erforschen. Und das dauert dann immer 5 Minuten und wenn man das erforscht, dann fliegt immer unser komisches Teil da oben weg mit dem Zeug für 5 Minuten. Und unser Ziel ist es, für das Erste irgendwann, das können wir hier noch gar nicht machen, das dauert noch ein bisschen länger, einen Space Elevator zu bauen. Okay, cool. Und der ist saucool. Ich hab keine Ahnung, was das alles ist. Ja. Hier haben wir aber schon den Förderband-Splitter. Spaltet ein Förderband in 3. Ja, okay, aber das brauchen wir nicht nach deinen Angaben. Ja gut, Overclocking dauert noch ein klein wenig länger. Dann stellt sich die Frage, ob wir einen Splitter holen sollten. Mir nebendran eine weitere Schmelze reinhauen sollten und dann das wieder in diese wie heißt es dann? Constructor, reinhau doch mal. So, erstmal. Oh nein. Das ist das Falsche. Über uns ist wieder der Manta rochen. Nein, nicht. Ach doch, das ist. Ah, okay, genau. Hilfsmittel, warten auf Ressourcen. Okay, das brauchen wir alles. Gut. Ich kümmere mich dann schon mal um Forschung, währenddessen du dem Tier zusiehst. Hey, ich guck nicht nur dem Tier zu. Was machst du denn sonst noch? Mich umschauen. Ah, ich dachte, du versuchst das Tier abzuschlachten. Nein, was ist dieses Beacon?
Was meinst du? Hier, wo du auch den portablen Miner und so weiter machen kannst. Da ist ein B-E-A-C-O-N. Keine Ahnung, was das ist. Geh mal kurz raus. Da bin ich. Object-Scanner, Signalisator, das ist der bestimmt. Ich weiß nicht, was das ist, aber damit kann man... Keine Ahnung. Oh ja, genau, keine Ahnung, das braucht man. Ich denke, damit kann man vielleicht irgendwelche Leuchtsignale oder so machen, die im Multiplayer sinnvoll sein können, um eine andere Person zu finden oder irgend sowas. Keine Ahnung, oder um im Grunde eine Art Wegpunkte zu machen. Ja, das sind, glaube ich, Lampen. Also nicht Lampen, sondern eher Sachen, um Wegpunkte zu machen, mehr oder weniger, glaube ich. Ja, kann gut sein. So. Was forschen wir da eigentlich? Current Milestone, Utility. Hilfsmittel, da ist ein bisschen Zeug dabei, was unnötig ist, aber vor allem ist da Biofuel drin. Das ist im Grunde die nächste Stufe von Biomass. Das ist im Grunde das Ganze einfach nur mal weitergecraftet, aber es hält länger. Das heißt, wir müssen weniger los für die ganze Zeit das Zeug zu farmen. Okay. Weil ich glaube, niemand von uns hat Lust, 5 Jahre lang Büsche zu sammeln, alle paar Minuten. Ja. So, deswegen kümmere ich mich gerade mal drum, dass wir das fertig bekommen. Warte, der Smelter war ja der Schmelzofen, ne? Ja. Genau. Ich will nur kurz mal gucken, passt der überhaupt hier hin? Wäre nämlich ziemlich dope, wenn... Tut er aber... Wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Nee, rein, den quetschen wir da nicht mehr rein. Oh, nee. Nein. Wir können auch die freie Fläche. Man kann auch man kann auch Decken bauen und mehrere Stockwerke. Verschluckt. Hab nichts gesagt. Warum spoilerst du schon wieder? Nee, nicht mit Spoilern, sondern eher mit einer riesigen Fabrik, wo man einfach überhaupt kein Tageslicht mehr sieht. Daran denke ich gerade. Ich hab da irgendwie so das ungute Gefühl, dass das darin endet. Ja, wir brauchen schon Tageslicht, wenn es B12-Tabletten gibt. Und gottverdammt, dieses Eisending, dieses Schnarschlangsame, regt mich auf. So richtig. Ja, deswegen bin ich gerade schon wieder dabei, selbst Eisen zu machen. Ja, und ich mach mal, wie heißt das? Mann, ich hab Begriffsschwierigkeiten. Ich mach mal eine zweite Schmelze. Okay. Aber nicht dazwischen. Nein, die hänge ich hier, wo das Eisen herkommt, hänge ich hier dazwischen kurz. Ja, okay. Hier ungefähr, siehst du? Nee, bin gerade im Crafting. Okay. Vertraue einfach mir. Ich guck nachher. Ich muss jetzt erstmal noch ein paar Eisenstangen machen. Ja, man kann das vom Laufband runternehmen. Ach so, und das ist. Aber gleich kannst du dir auch diesen Splitter craften, also wenn wir das erforscht haben. Ja. Dauert noch ein klein wenig. Das ist nicht das, was ich gerade erforsche, sondern das ist nochmal ein anderes Teil. Ja, ich weiß. Ist mir bekannt. Haben wir hier noch genug Energie? 73 und 129, ja. Das könnte noch etwas dauern, bis das leer wird. Oh, verdammt, ich brauche jetzt wieder ein wenig Eisen. Ich habe das gerade erst geholt, also... da musst du, glaube ich, noch ein bisschen warten. Nee, ich glaube, ich habe schon genug. Okay.